So Leute, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Let's Play Advance Wars. Weiter geht's. Wir spielen heute gegen Drake. Ja, wir kämpfen gegen Drake. Weht ihr Winde am Morgen, Winde ihr, verweht die Sorgen. Drake, was machst du so weit hier draußen? Du musst in Stellung gehen. Morgen, Igel. Willst du dich nicht lieber faul in die Sonne legen? Bist du verrückt? Das Sternkorps von Orange Star ist im Anmarsch. Ach, wirklich? Wirklich. Drake, hast du einen... Ganz ruhig. Alles unter Kontrolle. Kein Grund zur Eile. Es ist alles vorbereitet. Ist die Sonne nicht wunderbar? Oh, er ist weg. Na gut. Ich setze wohl hier langsam die Segel, bevor Eagle sich noch mausert und schlechte Laune bekommt. Drake nimmt mir immer den Wind aus den Segeln. Er ist ein Meister der Seeschlachten, aber ich frage mich manchmal... Ja, wir können mit Andy, mit Max oder mit Tammy gegen Drake spielen, nachdem wir letzte Aufnahme, also gestern, Kanbei besiegt haben und Sonja meinte, sie sollen uns doch in Ruhe lassen, weil wir sind ja nur auf der Durchreise. Warum auch immer und wo wir eigentlich hinwollen, keiner weiß es so genau, werden wir jetzt von Drake auf einmal aufgehalten. Und da sich Andy immer so freut, zu kämpfen, obwohl wir ja ganz friedlich sind, lassen wir Andy auch mal wieder kämpfen. Jetzt lege ich los. Ja. Captain Drake. Ja, wie gerade schon erwähnt, Drake ist Captain. Fox, Andy, könnt ihr mich hören? Bist du das, Nell? Was ist denn los? Wir haben einen Notfall. Drake von Green Earth hat die Korallenfestung gestürmt. Wir hatten bisher keine Probleme mit ihm und waren völlig überrascht. Hier sind üble Kerle unterwegs. Dieser Ort ist von höchster Wichtigkeit für Orange Star. Sollte der Gegner zu viele Bauten einnehmen, verlieren wir das Gebiet. Du musst sie angreifen und so viele Städte sichern wie möglich. Einschließlich Haku und deiner Städte musst du 12 Bauten besetzen. So viele Bauten wie möglich besetzen, okay, verstanden. Diese Basen, Fox, kannst du benutzen, um Einheiten herzustellen, die du benötigst. Ich zähle auf dich. Ich habe verstanden. Hey Fox, mit welchen Einheiten kann man gleich wieder besetzen? Okay, wir müssen beide neun Gebäude besetzen. Ah, das wird schwierig. Allerdings hat Drake... Ja gut, Drake hat... Also Drake ist ziemlich gut in Schiffen. Wir gucken uns das gleich nochmal an. Nicht da, sondern da. Info, Co. Ihr seht hier, also See ist seine Heimat. Seeeinheiten mit hoher Feuerkraft und Reichweite am Himmel ziemlich schwach. Fügt allen Einheiten Schaden zu, wenn er Tsunami einsetzt. Ja, und er ist halt ein Wellentyp. Und ihr seht das hier, die Schlachtschiffe sind halt ziemlich gut gegen alle möglichen Einheiten außer Flugeinheiten. Und haben... eine Reichweite von 2 bis 6, also ihr seht das. Schlachtschiffe sollte man relativ schnell besiegen. Deswegen werden wir das auch machen. Tauchen, ihr seht ja, wir können untertauchen zur Not. Nein, wir werden da lang tauchen, um ihm ein wenig aus dem Weg zu gehen. Und werden... müssen hier halt aufpassen. Also das Ding müssen wir ziemlich schnell besiegen, bevor er uns zu nahe kommt. Das Problem ist halt, er kann hier hoch und da kommen wir nicht so schnell hin. Da müssen wir sichern, da müssen wir sichern und die müssen wir sichern, weil es reicht, wenn er die beiden einnimmt und hier alle 4. Dann hätte er... Ach nee, er braucht noch 9. Okay, ich habe nichts gesagt. Dann hätte er 9. 10, 11, 12. Das heißt, die hier unten brauchen wir auf jeden Fall beide. Solange ich meine... wenigen Sachen da sichern kann. Das heißt, die werde ich hier runterziehen. So. Die Zeit ist gekommen. Ich muss es jetzt wissen. Steckt Orange Star hinter diesen niederträchtigen Anschlägen? Anker hoch. Genau. Wenn man etwas wissen möchte, wie ihr ja vielleicht aus unserem Magica-Let's Play gesehen habt bisher, muss man einfach draufkloppen. Oh, so weit sind wir noch gar nicht.
Na, dann schaut euch mal die nächsten Folgen an, Leute. Was für ein Co ist Drake eigentlich? Ich hörte, er ist nahezu unbesiegbar in Seeschlachten. Seine Armada ist von unglaublicher Stärke. Das ist typisch für dich, Termi. Du bist ein Quell an Informationen. Aber ich könnte schwören, da ist noch etwas. Irgendetwas Großes. Ja, da ist noch etwas. Also ich will jetzt nicht sagen, Leute, ich weiß natürlich, worum es geht. Die ersten Folgen sind zwar noch als blind gelistet, aber ich habe, weil ich ja auch in meiner, ich könnte fast sagen, Kindheit oder so, das Spiel nie wirklich durchgespielt habe. Oh, das war nicht gut, das war nicht schlau. Muss ich ja ganz ernsthaft gestehen. Aber ich habe das jetzt erst letztes Jahr durchgespielt. Auf der Wii U. Das war nicht schlau. Ah, das war auch nicht so schlau, aber egal. Er will mir auf jeden Fall, das ist mir ziemlich sicher, das zerlegen, aber kann er nicht. Sehr schön. Da oben hätte das. Ah, naja, gut, doch nicht ganz. Okay, sehr schön. Schiffe können da ja gar nicht anfangen. Also die Musik in dem Spiel ist schon witzig. Das war klar. Ah, wenn ich Pech habe, haut er mir die jetzt mit dem Schlachtschiff kaputt. Und das war natürlich auch klar, was... Bin ich denn eigentlich blöd? Er greift nichts mit seinem Schlachtschiff an? Den Zug, muss ich ganz ehrlich zugeben, verstehe ich nicht. Und, ja, 48 hat ihn zum Glück zerstört. Können wir da... Genau, da kommen wir an. Und damit ist er auch nicht zerstört, was ziemlich gut ist. Der kommt bis dahin, aber wir kommen nicht weit genug. Wir machen es trotzdem. Auch wenn das sehr riskant ist. So, mit dem gehen wir dahin. Und mit dem. Bam. Also wir haben sein Schlachtschiff zerstört. Als nächstes müssten wir versuchen, seine Lastenboote zu zerstören, weil dann könnte er uns hier auf der Insel nichts mehr. Und wenn wir die haben, dann 5, 9, dann müsste er ja bei uns da drüben was einnehmen und das könnten wir relativ gut sichern. Moment, 1, 2, ach schade. Es regnet, natürlich. Und Drake kann seinen Tsunami einsetzen. Ah, das haben wir gerade noch gebraucht. Zum Glück kann er dem Panzer da unten nicht viel tun. Die Fenster sehen schon grün aus, wenn ich das mal so sagen darf. Und naja, ihr hört es noch an meiner Stimme, ich bin noch ein bisschen krank. Und es tut mir auch etwas leid. Oh doch, er kann da unten doch was machen. Mist. Aber das wird auf jeden Fall wieder. Ich werde mal gucken, ich werde heute nur eine Folge aufnehmen. Und gucken, wie es mir morgen geht, dass ich morgen vielleicht die nächste Folge erst aufnehme. Wir können uns auch heilen, das ist ziemlich nötig sogar. Und spart uns Geld.
So. Du dahin. Du als Kanonenfeuer davor. Dann einen Kampfpanzer brauchen wir. Das ist gegen Drake, wie gesagt, etwas schwachsinnig. Gerade weil er im Korallenriff schwimmt. Nee, tut er nicht. Er hat nur einfach zwei Deckungen mehr. Aber mit etwas Glück können wir ihm da ein bisschen wehtun. Genau. Denn sein U-Boot ist jetzt also relativ nutzlos geworden. Mit dem Panzer ziehen wir uns auf jeden Fall dorthin zurück. Und dann kann er uns allerhöchstens mit dem Jagdpanzer und mit... Na gut, er kann uns mit dem Jagdpanzer erreichen. Das heißt, er könnte uns jetzt kurz einen Prozess machen. Das würde uns hier oben aber Luft geben. So. Wir versuchen, seine Einheit hier weiter zu dezimieren und zu gucken, ob er irgendwas rüberbringt. Wenn er nämlich jetzt was hier rüberbringen würde, dann könnten wir alles, was hier landet, angreifen. Was ziemlich gut wäre. Okay. Okay, der Anfang war nicht so pralle. Wir hätten das anders anfangen können, dann hätten wir jetzt unseren Kampfpanzer auf jeden Fall noch. Allerdings sind wir mit drei Decken dort auch ziemlich sicher. Ich weiß nicht, was das ist mit meinem Husten heute. Tut mir auch ganz doll leid. Natürlich habe ich auch die Taste vergessen, mit der ich mein Mikro muten kann. Großer Nachteil am USB-Mikro, ich kann es nicht einfach rausziehen. So, leider haben wir jetzt schon wenig Tank, das heißt, du hast auch nicht mehr so viel. Du stellst dich dorthin, du nächste Runde dorthin und dann können wir hier mit dem entladen. Können wir mit dem Ration geben. Natürlich, das haben wir irgendwann mal gelernt, werden wir jetzt als erstes unseren Panzer dort hinstellen und dort ausladen, damit wir dann das Gebäude in der nächsten Runde trotzdem erst einnehmen können. So, du gehst dahin, genau. Du auch. Trotz allem. Werden wir so ein bisschen hier spielen. Da könnte mich zwar... Ja doch, da kann mich nur noch einer angreifen und vielleicht kriege ich ihn noch gesichert. Nächste Runde. Weil die Reparatur vom Kampfpanzer kostet zwar auch, ist aber trotzdem günstiger als einen neuen zu kaufen. Na klar, auf den einen runter muss dann gehen. Okay, er zieht den Kampfpanzer hoch, anscheinend. Oder hat ihn dort zum Hochziehen bereit. So. Den haben wir es gezeigt. Am Land ist er natürlich nicht so gut. Aber so wie das aussieht, werde ich wahrscheinlich auch noch eine zweite Folge machen müssen, wollen, wie auch immer. Na klar, also dann steigen, um ein bisschen zu sparen, Ration geben und den töten. Also nicht ganz, aber schon so ein bisschen. So, Gebäude einnehmen, um mehr Geld zu scheffeln. Gebäude einnehmen, um mehr Geld zu scheffeln.
glaube, den kann ich in der nächsten Runde mal hier abholen lassen irgendwie. Schön, wenn ihr dann mit dem Besetzen beschäftigt seid. So, ich habe natürlich wieder kein Geld, aber das ist nicht so schlimm. Ich würde ja gern meinen verkaufen da meine Artillerie, aber das geht ja nicht. So. Schauen wir mal, was ihr da so macht. Schick ist. Das stellen wir dahin. Hier kaufen wir definitiv noch einen davon. Trotz alledem jage ich dir den rein. Bam. Ach, Drake. Warum hast du so wenig Schiffe mitgebracht? Oh. Wow, er kann nichts machen, wenn ich den dahinter stelle. Sehr schön. Give me more money, please. So, der schießt ihn hier ab. Und selbst wenn er damit noch was anfangen wollte, kann er nicht, weil er jetzt dort eingebaut ist. Das heißt, solange wir unsere Brücke da oben halten, sind wir sicher am Gewinn. Wir haben diese 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey, wir brauchen nur die 2 da unten dann noch. Und dann kann uns gar nichts mehr was. Das heißt, ihr werdet nächste Runde auf jeden Fall hier abgeholt. Leider kann das Ding ja nicht gleich bis da runter, aber... Und du bleibst hier zum, ja, das ist dann eigentlich auch egal. Hey, wir können Geld daraus gewinnen. Gewinnen wir nicht? Ich doch... Ich bin mir nicht sicher. Wir müssen gleich mal probieren, ob wir aus dem einen Geld gewinnen können. Wow. Ich habe ja so Angst. Okay, ihr seht, es kostet halt alles Geld, so einen Panzer zu reparieren, so einen Kampfpanzer. Also wir sind das Schiff los, haben jetzt gerade 8600 und wenn wir das einen, 22.000, wow. Wir haben jetzt nämlich, uns werden die restlichen 7, also theoretisch der eine hatte ja 10, der andere 7, macht insgesamt 17, 10 geht maximal, uns werden also 7, gut geschrieben, das heißt 70% des Kaufpreises eines U-Bootes, wenn mich nicht alles täuscht, müsste uns jetzt gut geschrieben worden sein. Okay, naja, gut. Das heißt nicht nur, dass wir das jetzt machen können, wir können uns auch einen Raketenwerfer dahinstellen. Ja, ich weiß, wir hätten uns auch einen Kampfpanzer kaufen können, aber wollte ich nicht. Weil, warum denn? Und so. Stirb, würde ich sagen. Und das Schöne ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, macht er nicht so lange wie hier bis dahin wir keine Einheit schicken. Dann können wir den hier einfach in aller Ruhe angreifen. Ja, ich weiß, der bekommt nur 4 Schaden und 2 davon werden wieder geheilt. Aber es ist schon in Ordnung. Mein Husten ist echt nervig. Ach komm, scheiß drauf, wir machen heute eine längere Folge und machen das Ganze jetzt noch fertig. Alles nur noch eine Frage der Zeit.
So, ihr seht, wir brauchen noch 4. Wenn wir also die 2 haben. Achso, das sind ja nur 4 und nicht 5, deswegen. Genau, bräuchten wir noch die beiden da oben und die beiden da unten. Ne, eins von da unten und die beiden da oben. Oder so in der Art. Der braucht noch 5. Die er aber nicht kriegen kann irgendwie. Ja, wir haben gerade nichts zu tun. Dann Ende. Okay, seine 4 Raketenwerfer sind voll gefährlich. Mhm. Und die sind auch voll gefährlich. Die sind wirklich gefährlich. Na, was habe ich gesagt? Gefährlich. Ja, Tatsache, wirklich gefährlich. Wenn er mit Flak-Einheiten kommt auf einen Einer, das ist etwas mies. Und das Problem ist, wir müssen unseren anderen Jagdpanzer gleich dort auch hinstellen. Und wir können uns weniger weit bewegen. Nee, doch nicht. Okay, das reicht aber erstmal aus, um seinem Flakpanzer ziemlich viel Schaden zuzufügen. Und wir stellen unseren, genau, den erstmal dahin. So, was haben wir da drin? Ah, okay, den können wir auch da ausladen. Sehr schön. Was laden wir zuerst aus? Den dahin, den dahin. Weil den brauchen wir eher. Warten. Steht er in der Reichweite? Ja, sehr schön. Vielleicht greift er den da hinten an, weil er mit nichts anderem rankommt. Also das ist heute echt etwas nervig. Es tut mir echt leid, Leute. Ich kann es gerade nicht ändern. Bam, Geld. Mayonnaise und so. Der kann nichts machen, aber der... Und er zieht hier hinten Kampfpanzer nach. Das heißt, ich muss hier oben irgendwas... Warte mal, wie weit können die ziehen? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ne, das würde nicht gehen. Ich hätte ihn da hochschicken sollen. Ach, jetzt sehen wir nochmal einen Jagdpanzer und dann. Ja, Drake, du kannst uns verletzen. Aber ich glaube, ich kann in der nächsten Runde wieder den Schaden ausgleichen, weil ich eben 2 heilen kann. Und, was habe ich gesagt? Einmal dumme Aktion, bitte. Einmal schlaue Aktion, bitte. Glück gehabt, dass der noch stehen geblieben ist. Zwar kann er uns mit dem Flakpanzer gefährlich werden. Da waren die Prozente weg. Aber wir haben noch Platz. Drake. Etwas nervig ist er ja schon. Gabe. Auch gut für unseren Kampfpanzer, weil den werden wir jetzt einfach mit... Ich weiß nicht. 48 Schaden auf den. Und dann... Erstmal auf den gehen. Ja, ich weiß, dass er einen Jagdpanzer schickt. Ist mir eigentlich ziemlich egal sogar. Gerade im Moment. Denn... Ich schicke gleich nochmal einen TTP hinterher.
So. Und einen eigenen Jagdpanzer. Das heißt, den stellen wir dahin. Den stellen wir da ab. Und den stellen wir dahin. Weil er wird wahrscheinlich wieder unser U-Boot angreifen. Das heißt, wir können uns so langsam vorkämpfen hier. Ein bisschen. Wir brauchen noch einen Jagdpanzer hier unten. Ich meine, wir können das da oben auch erstmal getrost ignorieren und hier unten weitermachen. Aber da haben wir so schön angefangen. Und wir brauchen nur noch 3 Gebäude. Wir stellen das hier hin, denn er kann uns zwar noch treffen, aber, wie ihr seht, wir haben hier eine Deckung. Besser als null Deckung. So, nächste Runde holen wir unseren Kampfpanzer raus. Hallo Jagdpanzer. Jetzt zieht er doch einiges da hoch. Aber unser Kampfpanzer ist voll. So. Du kannst mit deiner Artillerie das Flaggeschütz wegschießen. Mit etwas Glück bekommen wir die Zivilisten da unten tot. 95, also könnte knapp werden. Aber, yes, wir haben es geschafft. Das heißt, auch sein Raketenwerfer ist Geschichte. Das nimmt mir auf jeden Fall eine ziemliche Sorge weg. Auch wenn er den damit angreifen kann. Und wir ziehen jetzt einfach den hier runter. Warum? Keine Ahnung. Einfach als Platzhalter sozusagen. So. Dich nehmen wir da hoch. Warten. Und hier warten wir auch. Naja, wie weit ist denn das? 1, 2, 3, 4, 5. Nee, ist Schwachsinn. Also wollen wir hier einen Jagdpanzer, den wir dann da sammeln können. Mal gucken, welche Front er als gefährlicher empfindet. Was passiert denn, wenn ich den jetzt dorthin schicke? 21%. Das heißt, den töten wir noch, das Opfer nehmen wir auf uns. Nicht töten, besiegen. Ich wollte die Folge eigentlich ich wollte das Level in dieser Folge beenden. Und das ist mir jetzt egal, wie lange die Folge geht. So. Weil für eine zweite Folge reicht es wieder nicht. Und ich will aber nicht zu lange machen, um meine Stimme zu schonen. Noch ein bisschen. Auch wenn es jetzt gerade besser wird. Ah, was habe ich gesagt? Das war eine seiner schlechtesten Entscheidungen. Das ist eine seiner besseren Entscheidungen. Aber er hätte mit seinem lieber meinen Panzer angreifen sollen. Er zieht zurück. Okay. Zack. Ich glaube, der kommt nicht bis dahin. Schade. So, wenn er jetzt den Panzer das U-Boot angreift, weil er denkt, naja, das ist dann weg, was mich ja freuen würde. Bis dahin, okay. Dann gehst du dahin. Nee, du fährst dahin.
Du fährst dahin, weil mit rein kann er nicht viel. So. Und du müsstest mal eben hier entladen. Einfach besetzen, einfach weil. Und da bauen wir jetzt einfach, weil wir es können. Ja, ich weiß, es war eine ziemlich blöde Idee von mir, dort zu landen. Aber das war auch eine ziemlich blöde Idee von mir. Ich verliere eine ganze Runde. Angriffsbonus. Na, dann machen wir das anders. Wenn der so viel dahin zieht. Dann lasse ich nur den einen Panzer da. Und ziehe den Rest doch erstmal hier hin. Ja, ich weiß, es ist blöd. Ach, du kannst machen, was du willst. Stirb. Sterb. Du, 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 du. Wenn ich überlege, wie das Ganze angefangen hat, dafür sind wir noch ziemlich gut dabei jetzt. Yay, opfern wir einen Jagdpanzer. Ja, zack. Manchmal ärgert man sich. Das ist ein Kampfpanzer. Verbund. Ich muss vor der nächsten Aufnahme auf jeden Fall gucken, welche Taste das war, um das Mikro stumm zu stellen. So, Ration. Du dahin, du dahin. Du weiter einnehmen. Dahin. Genau. Du zurück. Bam, Panzer. Das Schöne ist, er wird wahrscheinlich gleich wieder seine Gabe haben. Aber das ist mir ziemlich egal, weil ich dann nämlich auch wieder meine Gabe habe. Und dann werde ich hier oben nächste Runde Kampfpanzer bauen. Und dann schicke ich mir hier oben dann irgendwie mal einen Kampfpanzer hin. Und wir holen den mal ab hier, den einsamen. So. Dumm. Das war wirklich dumm.
So, erstmal bauen wir hier einen Kampfpanzer. Dann schicken wir dort mal einen super Soldaten hin. So. Ach, ja gut, das ist egal. Dann setzen wir unsere Gabe ein. Dann nutzen wir die Macht, um... mit dem Raketenwerfer werden wir wahrscheinlich die dahinterstehende Flak nicht treffen, oder? Könnte gerade noch so. Doch, sehr schön. 93. Und rums. Das hat wehgetan. Das heißt, dafür nutzen wir jetzt den. Dreier. Super, sehr schön. Dann gucken wir, wie das hier aussieht. 92. Wie sieht es bei dem aus? 82. Okay, dann versuchen wir es auf jeden Fall mit dem hier. Einer, der erbittert Widerstand leistet. Aber das ist nicht so schlimm. Denn das kriegen wir nächste Runde alles gebacken. Wenn wir dann einfach da oben einfallen. Heimlich still und leise. Aktion geben. Und du läufst einfach hinterher. Bam, bam, badam, bam, 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 badam, bam, bam, bam. Das ist mir doch egal. Das ist mir doch sowas von egal. Oh ja, bitte. So. Du erstmal da, ne? Und so. Dann du da. Für nächste Runde. Du dahin. Und einfach draufballern. Ohne Rücksicht auf Verluste. Stehst du jetzt in der Reichweite von der anderen Artillerie? Nein, sehr schön. Sehr gut strategisch platziert, Kollege Schnürschuh. Deine Verteidigungseinheit dort übrigens auch. Ration. Du musst leider eins zurück, damit der hier meinem Kumpel Ration geben kann. Genau. Du gehst dahin und du gehst dahin. Okay. Schnee. Okay, das kommt ein wenig unpassend. Allerdings sind die meisten meiner Einheiten noch voll. Okay, das war wirklich unpassend. Allerdings wird er keine Möglichkeit haben, diesen Fehler zu wiederholen. Denn, warte mal, bis dahin, das heißt, wenn ich den dahin stelle, kommt hier nichts vorbei. Der kann in aller Ruhe einnehmen, ich brauche noch zwei Gebäude. Ich brauche noch zwei Gebäude und nächste Runde werde ich diese zwei Gebäude haben. Ich werde jetzt ein wenig Geld machen, indem ich das da mache. Kann ich die eigentlich einen? Nein, und zwar, weil der nicht leer ist, genau. Immer noch nicht. Leeren. Kann ich die nächste Runde noch einen und Geld machen? 43, 45, 51. Ach, hau mal den Dreck kaputt. Hau weg den Dreck. Der nervt bloß.
Genau, und dann gehen wir vor mit unserem Kampfpanzer. 56%. Dahin. Und nächste Runde war es das dann für ihn. Also wenn das jetzt noch schafft. Nee, das war klar. Warum hat er eigentlich so viele Flak? Flak ist gegen Flugzeuge und Laufeinheiten gut. Aber gut, das wollen wir ihm mal nicht verraten. Oh, der hatte nur 9. Verdammt, noch eins. Ja, ich meine, gut, er hat trotzdem keine Chance, aber... Wie weit kannst du? Du kannst bis dahinter. Okay, dann nimm du den aufs Korn. Ja, ich weiß, das ist jetzt schwachsinnig und ich ziehe es nur künstlich in die Länge, aber das muss jetzt sein. Das kann ja wohl nicht angehen hier, was er mit mir macht. 10%. So. Weil ich nämlich dadurch jetzt ihn noch ein wenig verstümmeln kann. Und das ist lustig. Da freut sich einer ganz kräftig, deftig, das ist ja heftig, Mann. So, und das war's dann. Bam. Gute Arbeit, du hast mich besiegt. Du bist also Drake? Das bin ich. Ich suchte nach Antworten und fand nur noch mehr Fragen. Wir sehen uns wieder, Landratte. Du hättest es fast geschafft. Ja, nein, da war Kanbei schlimmer. Diese himmlisch frische Seeluft. So, nach 19 Tagen haben wir es geschafft. Wir sind im Rang hoch Rubinmaus und möchten natürlich überschreiben. So, es geht weiter gegen Drake. Bei Neptuns Dreizack war das ein langer Kampf. Und was auf diesen langen Kampf folgen wird, das seht ihr morgen. Und dann gibt es nicht mehr so eine lange Folge. Bis dahin und tschüss.